Wir sind hier auf dem Gelände der Kulturbrauerei in drei Gebäuden, dem Palais der Kulturbrauerei, dem Soda Club, Kesselhaus. Und wir machen hier das Barcamp der Berliner Volkshochschulen. Und zwar mit der großen Überschrift Vielfalt weiter denken. Die Volkshochschulen setzen sich schon seit einer Weile damit auseinander, wie sie sich positionieren sollen in einer Migrations- oder Einwanderungsgesellschaft und denken vermehrt darüber nach, wie sie ihre eigenen Institutionen, es sind ja 12 Volkshochschulen, wie sie da ihre Strukturen nochmal neu anschauen können, wie sie ihre Programme, die sie schreiben, ihre Angebote, die sie machen, anschauen können, um Anforderungen in einer Einwanderungsgesellschaft zu entsprechen. Und dieses Barcamp dient dazu, wir haben 2 Tage. Am ersten Tag gibt es Inputs von 3 verschiedenen Menschen, die einmal auf einer wissenschaftlichen, auf einer persönlichen und auf einer eher verwaltungstechnischen, rechtlichen Ebene das Thema Diversität besprechen. Diese Inputs sollen Inspiration sein, Anregungen geben zum Thema Vielfalt, Diversität, Diskriminierungskritik, Machtkritik und zwar in Bezug auf Institutionen. Weil Ziel ist es nicht, die Türen und Lernräume für andere Kulturen zu öffnen. Ziel ist es, eine Bildungsinstitution so zu gestalten, dass sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden kann. Volkshochschulen sind ein sehr zentraler Ort. Also die Erwachsenenbildung ist ein ganz wichtiger Faktor für Veränderungen in der Gesellschaft. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, Mitarbeiterinnen darin zu begleiten, Denkprozesse zu verändern. Also bei Volkshochschulen gibt es auch schon seit vielen Jahrzehnten. Es gibt auch bestimmte Routinen. Und wenn ich Routinen aufbrechen möchte, dann brauche ich Impulse von außen. Warum über Differenz nachdenken? Alle Formen waren ja gleich. Irgendwann, in ferne Zukunft, werden Kreise, Quadrate, Dreiecke, Rechtecke, Rauten und Parallelogramme in einer Gemeinschaft leben, in der alle wissen, was gerade, rund, kurvenförmig und eckig bedeutet. Jede Form wird ihren eigenen Namen für sich gefunden haben und wird in der Lage sein, sich auszutauschen, ohne andere Formen mit ihrer Sprache zu beleidigen. Ja, ich bin sehr dankbar, dass die Leute, die das organisiert haben, wirklich diesen Weg gemacht haben, weil ich weiß, dass das sehr viel emotionale Arbeit auch ist, ein solches Thema anzufassen und sich zu trauen, damit rauszugehen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, denn ich glaube, diese Fragen über Diskriminierung, über Hierarchien und Dominanz, ich glaube, alle haben diese Fragen. Und es gibt sehr wenig Räume bisher, wo wir wirklich einfach diese Fragen nennen können und besprechen können und uns an erste Antworten dran zu trauen. Also ich bin sehr oft bei Einbürgerungsfeiern und eine Sache, die ich immer sage, ist, der deutsche Pass schützt nicht vor Diskriminierung, aber Sie sind deutsch und lassen sich davon nicht abbringen. Durch keine Nachfrage, woher Sie eigentlich kommen. Und am zweiten Tag werden verschiedene Sessions stattfinden und da geht es dann wirklich darum, auf die Arbeit in der Volkshochschule runterzubrechen, was ist wichtig beim Thema Diversität, Vielfalt, Diskriminierung, wie können wir das in unseren Kursprogrammen berücksichtigen, wie können wir das vielleicht in unserer Personalauswahl berücksichtigen. Ich finde es total zentral und wichtig, dass die Frage, was für diskriminierende Strukturen prägen diese Gesellschaft und wie können Volkshochschulen damit einen Umgang finden. Dazu braucht es eben Orte, Raum, Zeit und das ist für mich das Barcamp. Ich habe die Tage als sehr interessant empfunden. Es war mein allererstes Barcamp und ich nehme viel mit aus den 2 Tagen.
zum einen ist da die Vernetzung mit den anderen Volkshochschulen im Vordergrund, weil wir haben sonst keine Möglichkeiten, uns so zu treffen und so zu vernetzen. Und auch die Sessions fand ich ganz klasse. Also man bekommt Denkanstöße, die man in seinem Arbeitsleben mit einbauen kann.